So, hier habe ich einen kleinen Cut reingeschoben. Wir haben jetzt alles, was wir brauchen. So overpowered ist das Ding gar nicht. Ich denke, das ist im Rahmen. Und außerdem haben wir auch die Mods genommen, damit wir sie auch spielen. Oh, öffne das Fertigkeitsmenü. Was war denn noch gleich das Fertigkeitsmenü? Oh, neue Stufe. Genau, wir müssen ja noch upgraden hier. Stufenaufstieg, ja, fein. Wir machen Gesundheit. Jetzt können wir hier noch was upgraden. Wie wär's mit... Na, Beschwören sind wir ziemlich gut drin. Was können wir denn... Nee, komm. Hier. Nee, wie klicke ich das denn an? Mit E? Okay. Wirke Beschwörungszauber der Novizenstufe für die Hälfte der Magiker. Ja, was bringt mir das Ganze denn? Beschworene Waffen? Bla. Untote beschwören. Nee. Hört sich irgendwie relativ langweilig an. Komm, Wiederherstellung haben wir eigentlich auch. Haben wir schon 20 Punkte. Wirke Wiederherstellungszauber der Novizenstufe für die Hälfte der Magiker. Hört sich doch eigentlich mal gar nicht so schlecht an. Können wir eventuell die Schmiedekunst erweitern? Oder Verzauberung? Nee, Schmiedekunst, was haben wir denn da zum Beispiel? Doppelt so effektiv. Arkane Schmiede, elfische Schmiedekunst. Ah, das ist sehr, sehr viel, was man hier auswählen kann. Einhändig. Schießkunst, warum nicht? Ich meine, mit dem Bogen haben wir momentan sehr viel gemacht. Aber ich glaube, wir haben dafür leider noch gar keine Punkte, so wie es ausscheint. Beziehungsweise so wie es ausschaut. Da kann ich leider nichts machen, aber okay. Gut. Ein bisschen abgegradet haben wir das Ganze und jetzt versuche ich erstmal hier den ganzen Schrott zu verscherbeln, den wir hier eingekauft haben. Was haben wir hier? Svens und Blablablas Haus. Hört sich erstmal sehr privat an. Das hier sieht doch nach einer Taverne aus, oder? Oder sowas in der Art. Ein Trader. Okay, perfekt. Nun, einer von uns muss etwas tun. Ich habe Nein gesagt. Keine Abenteuer, kein Drama, keine Diebesjagd. Diebesjagd? Na, was wollt ihr denn tun, hä? Sag doch mal. Zu diesem Thema haben wir uns nichts mehr zu sagen. Oh, ein Kunde. Es tut mir leid, dass ihr das mit anhören musstet. Überhaupt kein Problem. Hat sich sogar interessant angehört. Ich weiß nicht, was ihr gehört habt, aber das Flusswald-Handelskontor hat noch geöffnet. Ihr könnt gerne hier einkaufen. Okay, aber erstmal würde ich ganz gerne wissen, worum es hier ging. Ich bin auf der Suche nach ein bisschen Arbeit für zwischendurch. Und mit Dieben kenne ich mich aus. Wo liegt das Problem? Ja, es gab eine Art Einbruch. Aber wir haben immer ein reichliches Warenangebot. Die Einbrecher hatten nur eins im Sinn. Ein Ornament aus massivem Gold in Form einer Drachenklaue. Ich könnte euch helfen, die Klaue zurückzubekommen. Wenn das Geld stimmt, natürlich. Wirklich? Ich habe noch etwas Geld von meiner letzten Lieferung zu bekommen. Es gehört euch, wenn ihr mir meine Klaue zurückbringt. Wenn ihr euch diese Diebe holen wollt, solltet ihr zum Ödsturz-Hügelgrab nordöstlich der Stadt gehen. Das... Ja, dann braucht ihr jetzt doch nicht mehr zu gehen, nicht wahr? Ach, wirklich? Nun, ich glaube, euer neuer Helfer hier braucht einen Führer. Nein, ich... Ach, bei den acht. Na schön, aber nur bis zum Stadtrand. Na dann. Aber, vorher... Je eher ihr die Klaue findet, umso schneller können wir wieder zum Alltag zurückkehren. Genau, und umso eher kriege ich mein Geld und wir sind beide glücklich. Aber was habt ihr zu verkaufen? Okay, aber in erster Linie möchte ich gerne Sachen verkaufen und zwar...
Den hier brauche ich nicht mehr. Davon reicht mir einer. Bekleidung. Also ich mache es generell so, dass ich Mods nicht verkaufen werde. Wenn ich die nicht mehr brauche, dann werde ich die fallen lassen. Einfach weil, dann würde ich zu schnell zu reich werden. Und das wollen wir nicht machen. So, die kann weg. Warum habe ich die eigentlich noch dabei? Na, verdammt. Die kann weg. Die lasse ich noch mal ein bisschen. Dafür können die weg. Und die können wir auch verkaufen. Dankeschön. Ja. So, ich glaube hier, meine Führerin ist schon aus dem Haus gerade abgehauen. Wir müssen durch die Stadt und über die Brücke gehen, um zum Ödsturz-Hügelgrab zu gelangen. Aber von hier aus könnt ihr ihn sehen. Den Berg direkt hinter den Gebäuden. Diese Diebe müssen verrückt sein, wenn sie sich dort draußen verstecken. Diese alten Gruften stecken voller Fallen, Trolle und was weiß ich noch alles. Trolle, sagt ihr? Nun, kommt ihr jetzt mit oder nicht? Die Dame? Hier entlang. Ja, dann. Ja, dann lauf. Hier entlang. Na gut. Ich ahne schon, wir gehen alleine. Naja, vielleicht sogar besser so. Und ich denke mal, ein bisschen Geld verdienen. Oh, jetzt kommt sie mir nach, oder was? Nee. Okay. Ein bisschen Geld verdienen, bevor wir nach Weißlauf gehen, ist gar nicht mal so schlecht. Wenn wir hier in größeren Metropolen uns herumtreiben, wäre es nicht schlecht, ein gefülltes Portemonnaie zu haben. Ich würde ja gerne dem Gespräch hier folgen, aber die ist einfach so derart langsam und ich glaube auch ein bisschen verbuggt gerade. Naja. Okay. Riften. Da wollen wir nicht hin. White Run, da wollen wir vielleicht hin. Helgen. Ich würde spontan mal sagen, wir müssen nach oben. Sieht richtig aus. So, im besten Falle ist es einfach ein so eine kleine Nebenbei-Aufgabe. Wir holen diese komische Klaue. Und wenn wir die Klaue haben, dann geht's wieder zurück. Wir kassieren ein bisschen Geld. Heute nicht, mein Freund. Die Wölfe hier sind richtig lästig. Aber dass sie nicht im Rudel auftauchen, das ist ein bisschen komisch. Naja. Soll mir recht sein. So, geht's jetzt hier weiter, oder? Oder geht der Weg hier weiter? Ich tendiere einfach mal hier so zu. Das sieht mir nach dem Weg aus. Naja, aber immerhin gibt's hier einen Weg hoch. Hab mir das irgendwie ein bisschen schlimmer vorgestellt, als ich den Berg vom Weiten sah. Die Frage ist halt, ob wir hier gerade richtig laufen. Aber das wird sich zeigen. Noch bin ich guter Dinge eigentlich. Fußstapfen? Vermutlich meine eigenen. Könnte das schon dieses Hügelgrab sein? Sieht mir momentan aber eher nach einem Turm aus und weniger nach einem Grab, ehrlich gesagt. Oder laufe ich schon wieder falsch? Nebenbei auch ziemlich kalt hier. Oh, Moment. Was haben wir denn da? Das sind doch schon wieder Banditen. Vielleicht sogar die Banditen.
Die Banditen, die wir suchen. Naja, sind sehr viele. Vielleicht können wir uns hier in den Steinen verstecken und von da aus ein paar Pfeile absetzen. Ah, komm schon. Ach, zu rutschig. Viel zu rutschig. Naja, hat aber geklappt. Okay, perfekt. Da können wir noch ein bisschen höher. Noch besser. Na, und... Na, komm schon, komm schon, komm schon. Lassen wir die Spielchen. Ist er uns nachgekommen? So, den kriegen wir. Das ist ein sehr, sehr schlechter Bogenschütze. Na komm raus, komm doch. Oh, nicht schlecht. Aber da war er weg. Waren das nur zwei? Und damit war es das auch mit dir, mein Guter. Hast du irgendwas Schönes dabei? Ein bisschen Gold, das nehmen wir natürlich mit. Die Pfeile können wir noch gut gebrauchen, die sammle ich direkt wieder ein. Na, nö, nö, ja, nö, oder? Nee. Das alles brauchen wir nicht. Aber jetzt erstmal ein bisschen aufwärmen im Turm. Weil ein bisschen kühl ist es ja schon. Oh. Das sieht gut aus. 22 Goldmünzen drin. Na, perfekt. So lobe ich mir das. Na, da oben höre ich doch noch was. Vielleicht lieber ein bisschen vorsichtiger da rangehen. Oh, nicht so schön. So, der erste Schuss ist meiner und danach müssen wir wahrscheinlich rennen. Okay. Ah, da war er schon weg. Hat ja relativ gut geklappt. Was hast du Schönes dabei, mein Freund? Naja, Pfeile können wir immer gut gebrauchen. Ansonsten nicht sehr viel. Aber ich glaube, ich habe hier ein bisschen für Verwüstung gesorgt. Hier nicht, dass das ganze Ding anbrennt. Aber ich wollte nochmal ganz schnell gucken, ob es da oben nicht zumindest eine gute Aussicht gibt. Vielleicht finden wir dann auch dieses komische Hügelgrab. Weil irgendwie habe ich so das blöde Gefühl, dass wir schon wieder falsch laufen. Aber zur Not gucken wir wieder auf die Karte, dann ergibt sich das wahrscheinlich von selbst. Hm. Für 30 Sekunden verkaufen können wir es auf jeden Fall. Aber so vom Hügelgrab sehe ich hier momentan nichts. Das heißt, wir werden wohl auf die Karte gucken müssen. Markierung setzen, na perfekt. So ist das Ganze auch schon viel, viel einfacher. Also erstmal nichts wie runter hier. Na, ist schon ein ziemlich guter Abgrund. Also da möchte ich ungern runter. Schön auf den normalen Wegen bleiben hier. Und wieder hinaus in die Kälte. Jetzt ist die Frage, auf welchen Wegen ich hier am besten
zu diesem Hügelgrab komme. Oh, okay. Da haben wir schon gefunden anscheinend. Doch den richtigen Weg auf Anhieb gegangen. Das heißt, ab jetzt eventuell ein bisschen vorsichtiger sein. Hier also sollen sich die Banditen versteckt halten. Aber noch kann ich nichts erkennen, für den Moment zumindest. Und nebenbei, so richtig Tag wird's anscheinend auch nicht mehr. Ich vermisse irgendwie die Sonne ein kleines bisschen. Ist da jemand? Oh, verdammt. Den habe ich mal so gar nicht gesehen. So, erster Schuss war ein Treffer. Okay, wir müssen ein bisschen mehr durchziehen. Ah, verdammt. Ich habe schon gegen schlechtere Gegner als euch gekämpft. Ja. Na dann. Okay, Ork mit einer Axt, keine gute Sache. Ah, wir nehmen mal ganz, ganz schnell die Sachen mit. Ah, das hier könnte eine Narbe hinterlassen. Wir wechseln nochmal auf den Langbogen. Den kriegen wir doch bestimmt da irgendwie weg. Gibt's doch gar nicht. Komm schon. Ah, da war er weg. Noch einer. Oh, das war gar nichts. Komm schon aus deinem Versteck heraus. Keine Zeit zu spielen. Na gut. So. So viel dazu. Dietrich, ja, können wir alles mitnehmen. Eisenpfeile. Der Jagdbogen, nee, ist, der ist nicht besser? Okay, hätte ich jetzt gedacht, ehrlich gesagt. Na gut. Naja, Ruhe in Frieden. Na dann. Ich glaube, jetzt können wir hoch. Na, sag mal, was hast du denn zu bieten hier? Ein paar Pfeile, ja, die nehme ich gerne mit, aber ansonsten war's das. Und leider noch keine Spur von irgendeiner Klaue. Naja, wahrscheinlich haben sie sich hier in diesem alten Hügelgrab niedergelassen und haben da ihren Posten aufgeschlagen. Na, dann klopfen wir doch einfach mal an.